Moin, meine lieben Freunde. Heute hauen wir schon ganz, ganz früh ein Video raus. Ja. Morgen ist die neue Season am Start und wir müssen jetzt ein Video raushauen, weil wir werden nämlich morgen streamen. Und zwar mit euch, ich hoffe mit euch, einfach in den Start der neuen Season einfach sich alles anzuschauen, mit dem Battle Pass alles zusammen machen. Ich finde, das sollten wir auf jeden Fall, weil es gibt viele, die haben keinen Bock, das sich alleine zu geben und wir auch nicht. Genau, Leute, wir gucken uns live den neuen Battle Pass an. Wir gucken uns alle Neuerungen an. Wir sind nämlich ultra gehypt auf diese Season. Wir fangen morgen schon richtig, an zu streamen. Leute. Wir fangen morgens schon an zu streamen, Leute. Ja. Ihr könnt einschalten. Wir können uns alles gemeinsam angucken. Wir können diskutieren. Wir können alles zusammen machen, wirklich. Wir freuen uns so unglaublich darauf. Ja. Ich und Patti werden uns den auch vorher noch nicht angeguckt haben. Wir werden uns den wirklich dann erst anschauen. Wenn die Server online gehen. Wenn die Server online gehen. Vorher anschauen? Wenn die Server direkt online gehen. Direkt wenn die Server online gehen, Leute. Sind wenn wir ihr online. Seht, sie sind online, dann kommt direkt zu uns nach Twitch. Wir gucken uns den zusammen an. Und ja, das ist auch die, quasi die Uhrzeit. Ja, wir wissen ja noch keine Uhrzeit, aber direkt... Wir gucken die ganze Zeit direkt, wenn die Server online gehen, sind wir auch online und dann geht's los. Dann geht's los. Ich hoffe, ihr seid dabei mit uns zusammen und ja. Ja, wir sind natürlich schon frühzeitig dann am Start, ne? Sind hier zum Stream bereit. Genau. Wir warten dann nur auf den Startschuss von Epic. Boom. Voran, keiner sieht deine Hand. Du bist irgendwo hinten. Komm doch mehr in die Mitte. Ja, ich komme. Alles klar. Genau. So ist das nämlich. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir auch mal zum Wesentlichen. Und zwar die nächsten Themen für den Skin-Contest. Okay. Ja. Es sind tatsächlich nicht mehr viele drin. Es sind drinne. Nicht mehr viele. Es sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Themen. Oh, 10 klar, Themen. Das heißt, nach den Themen... zwei überlegen. Wenn wir immer drei Themen machen... Wir müssen uns generell viele überlegen, Leute. Ja. Aber wir haben neue Ideen. Wir haben neue Ideen für die Skin-Contests. Lasst euch überraschen, beziehungsweise lasst euch nicht überraschen. Wir sagen das einfach. Genau. Wir werden den nächsten Skin-Contest am Mittwoch, war das, ne? Am Mittwoch machen. Und zwar wieder ein Hardcore-Skin-Contest. Und er wird sich diesmal nicht nur um Skins drehen, sondern, ihr habt es schon erahnt, manche wissen es schon, manche haben mich schon gehört, als wir zusammen gespielt haben, mit Emotes. Mit Emotes und Tänzen. Leute, das sieht einfach so lustig. Die haben wir von euch noch gar nicht gesehen. Und ich würde so gern wissen, was habt ihr so für Emotes? Was habt ihr so für Tänze? Das ist ja nochmal was ganz anderes. Und es gibt so viele neue Varianten, die wir noch im Kopf haben, aber die kommen irgendwann noch. Leute, wenn ihr noch irgendwas habt, was ihr mit uns spielen wollt, zocken wollt, sagt uns einfach Bescheid in die Kommentare oder sonst was. Wir überlegen uns dafür was oder bauen eine Map oder so. Wir machen das sehr gerne für euch. Ja. Ja. Wir haben übrigens eine neue Hide-and-Seek-Map ohne Prop-Hunt und die hat Momo und Nico, also Birdhouse und Momo Miau gebaut. Ich glaube, ja auch schon alle. Das sind unsere Moderatoren. Ne? Genau. Und wir werden jetzt demnächst dafür einen Trailer veröffentlichen und dann werden wir die auch mit euch spielen. Ich denke mal, die wird richtig ankommen, Leute, weil die ist einfach nur Hammer. Dafür, dass sie das zum ersten Mal gemacht haben, war ich so überrascht, das war besser als unsere erste Map. Ja, die ist wirklich sehr, also, sehr stark, sehr, sehr detailreich, da kann man auch echt an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen schmunzeln. Das auf ist wirklich Fall. Eine absolut starke Map. Also ihr werdet euch richtig freuen, wir freuen uns auch, die euch dann vorstellen zu können und die mit euch zu zocken, aber das wird auf jeden Fall auch alles noch kommen. Jetzt ist erstmal der Hardcore Skin Contest dran, davor erstmal die neue Season. Danach erstmal der Skin Contest und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht bis Sonntag oder nächste Woche, Montag, Dienstag, vielleicht mal den Trailer fertig haben, ne? Ja, da bin ich aber komplett raus bei den Emote Hardcore Skin Contest. Da bin ich echt froh, dass ich Jury wieder bin, weil ich habe echt so kaum Emotes. Die Leute, die erkennen mich, glaube ich, schon immer an den Emotes, wenn ich mal bei einem Skin Contest mitmache, weil ich wirklich nur ganz, ganz wenig Emotes habe. Mhm. Aber ich und Patti machen da zum Glück wieder die eiskalte Jury im eiskalten Hardcore-Skin-Contest. Ja, ne? Und generell, ihr könnt auch gerne mal wieder Jury sein danach, weil ich würde auch gerne mal meine Emotes präsentieren dürfen. Ja, genau. Ich habe mir so viele jetzt geholt. Ich glaube, das ist auch die Sache, warum du das hier ins Leben rufst.
hat sich in letzter Zeit, ey, bestimmt 2000 Emotes im Shop gekauft und will jetzt auf die Kacke hauen. So sieht das nämlich aus. Nein, das ist nicht so. Okay, Leute. Okay, wir haben noch gar nicht die Themen ausgelost. Ja, müssen wir auch nicht. Das Video vielleicht geht können wir auch einfach mal mit unseren Leuten hier einfach mal ein bisschen sprechen. Muss das nicht immer eine Minute? Okay, so, ich denke, wir haben eigentlich alles jetzt besprochen, ne? Also, Mittwoch, Hardcore Skin Contest. Morgen sind wir direkt zur, wenn die Server online gehen, auch online. Freitag der Skin Contest. Und ja, ich hoffe Sonntag, Montag, Dienstag irgendwann dann die Hide and Seek Map, die neue. Und wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, Tipps, neue Themen oder sonst was, ihr könnt die uns gerne schreiben. Also wir sind sehr, sehr offen dafür. Wir freuen uns immer mega. Ich würde sagen, wir losen jetzt die Themen aus. Ich eins, Dave eins und dann wieder ich eins, wie immer. Genau. Okay, es geht los. Ich glaube, viele sind gar nicht mehr drin, aber ich weiß noch gar nicht mehr, was drin ist. Nee, ich weiß es auch. Schauen wir mal. Und? Was ist das? Was ist das? Schwarz? Schwarz! Boah, Schwarz. Das ist voll gut. Das habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Schwarz. Jeder Schwarz. Hat einen schwarzen Skin. Es gibt so viele schwarze Skins. Wir werden so viele schwarze Skins sehen. Ja. So viele verschiedene. Leute, macht mir schwarz mit. Schwarz ist das neue Weiß. Schwarz. Schwarz. Leg das Schwarz an. Alles klar. Ich ziehe jetzt mein Thema. Mein Thema. Oh, was kommt? Was steht da? Bam. Ja! Spiele, Serien, Filme, Leute! Spiele, Serien, Filme! Ha! Das ist doch mal nice. Wolltest du das? Ja, geil. Ich weiß nicht so recht. Ey, Gaming-Legenden. Walking Dead. Marvel gehört auch dazu. Was gibt es noch alles? Stranger Things gibt es. Es gibt wirklich jeden Kack. Unglaublich. Oh mein Gott. Finde ich absolut nice. Oh mein Gott. Okay. Wir haben Schwarz, wir haben Spiele, Serien, Filme. Was kommt jetzt? Was ist da noch drin? Wir haben keine Ahnung mehr, was da überhaupt noch drin ist. Das war vor, dann haben wir die Zettelchen gemacht. Das ist ja schon so lange her. Das ist schon bestimmt 6 Jahre her oder so. Irgendein ich jetzt. Ich habe den kleinsten genommen. Oh mein Gott, das sind nice Themen. Das sind leichte Themen, nice Themen. Das sind gute Themen. Das sind Themen, die vielleicht jeder hat, wo jeder mitmachen kann. Und ich freue mich richtig drauf, Leute. Also, ich sehe hier nochmal ein Thema. Also Essen ist auf jeden Fall auch noch drin. Leute, es wird voll werden. Meldet euch jetzt sofort unter dem Video an. Es wird voll werden. Schwarz ist easy, rot ist easy. Spiele, Serien, Filme ist auch echt gehypt, glaube ich. Absolut easy, weil jeder... Jeder, der irgendwie von einem Film, Serie oder Game irgendwie ein Fan ist, hat hundertprozentig, wenn er den Fortnite mag, einen Skin davon. Ja. Und er wird mit seinem Lieblingscharakter in den Skin-Contest ziehen. Und glaubt mir, Freunde, diese Leute sind selbstbewusst. Haut raus, tragt euch ein, macht die Themen voll. Alles klar. Ach, wann ist der? Am Freitag. Am Freitag um 20 Uhr, Am wie Freitag immer. Am 20 Uhr, ich Leute. Hoffe, ihr seid dabei. Es wird uns wirklich sehr, sehr freuen. Wir lieben diese Freitage mit euch. Immer die dabei sind. Wir genießen es. Ja. Und dass ihr danach auch wieder einige Runden mit uns gebt. Genau. Zum Zocken. Skin Contest, Hardcore Skin Contest, was auch immer. Seid dabei. Es wird uns sehr freuen. Wir verabschieden uns jetzt. Wir sehen uns morgen, Leute. Morgen. Seid bitte, bitte dabei. Wir sehen uns morgen zur neuen Season. Oh mein wir Gott, sehen uns morgen zur neuen Season. Es kam mir vor, als wäre es gestern gewesen, als ich dann noch die ersten Spiele mit dem Bogen gespielt habe und dachte, ach komm, jetzt brauchst du ja vor nichts mehr Angst zu haben. Mhm. Es gibt keine Sniper mehr und so und jetzt wirst du totgebrannt. Das ist alles nicht so nice. Aber morgen ist schon wieder ein anderer Tag. Genau. Patti. Man sieht dich kaum, Dave. Patti, du gehst immer weiter nach Patti links. Ist immer so, der ist im Ranking wahrscheinlich ganz oben der Leute, die mich in Fortnite niedergebrannt haben und das nicht im 1 gegen 1, sondern als mein Teammate. Das wirst du vermissen. Genau. Das wirst du vermissen. Ist sonst einfach zu einfach. Da muss Patti mir noch ein paar Steine in den Weg legen. Ja, damit aber du wirst an die Zeit zurückdenken. Ja, ich werde zurückdenken und werde mir denken, Mann, wie oft wurde ich von Patti genockt mit dem Bogen? Das war so schön. Und als sie mich dann
aus den Flammen retten wollte, ist sie selber niedergebrannt und die Runde war zu Ende. Guck mal, das ist doch schön. Das ist doch eine schöne Erinnerung. Ich hoffe, ihr könnt uns vielleicht auch mal schreiben, was ihr so für negative und positive Erinnerungen habt. Auch unter dem Video. Leute. Wir würden uns über alles freuen. Einfach mal so ein paar nostalgische Momente jetzt von der alten Season. Einfach unter dem Video. Das würde uns mal echt freuen zu lesen, was ihr überhaupt jetzt davon haltet, von der alten Season. Und was ihr denkt, was jetzt in der neuen Season passieren wird. So viel gibt es jetzt auch nicht, was jetzt geteasert wurde. Ne? Nee. Nur ein paar Sachen, aber im Endeffekt weiß man es ja nicht. Ne? Das ist ja die Sache. Also. Ansonsten könnt ihr auch natürlich unseren Discord beitreten. Ich werde den Link nochmal unten posten. Da könnt ihr natürlich auch fleißig diskutieren. Und den Creator-Code. Genau, und gibt natürlich auch den Creator-Code. Würde uns übrigens sehr freuen. Das würde uns sehr freuen, sehr unterstützen, Leute. Wir sind euch sehr dankbar. Auf Instagram könnt ihr uns auch folgen, aber da sind wir momentan nicht so aktiv. Könnt ihr uns auch folgen. Aber falls wir aktiv werden, folgt uns. Ja, ich muss da jetzt, ist alles meine Schuld mit Instagram. Ich habe gesagt, ich übernehme das. Ich wollte schon seit Ewigkeiten den Clip posten mit Deadpool auf Wish bestellt. Habe ich auch schon fertig, habe ich aber immer noch nie gepostet. Weil das ich ein machst Idiot du wahrscheinlich bin. Auch. Einfach mal heute. Mach das doch einfach mal heute. Also Leute, folgt uns auf Instagram, heute. Folgt alles uns klar. Überall. Diese alte Leier, folgt uns überall. Genau. Like alles, kommentiert alles. So, wir sind jetzt bei 11 Minuten 30, die perfekte Länge für ein YouTube-Video. Ich glaube, bis hierhin und nicht weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Monotone Stimme. Ich bedanke mich jetzt hier, es ist die perfekte Länge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao. Was soll das denn? Kannst du mal ein bisschen sympathischer deinen Leuten gegenüber sein? Hey, meine Freunde, ich glaube, bis hierhin haben wir jetzt gesprochen und alles ist gesagt. Ich und Patty sind ultra aufgeregt und wir freuen uns einfach auf die neue Season. Und wir sagen jetzt einfach Tschüss. Nein. So ganz bestimmt nicht. Aber Leute, wir sind schon ein bisschen wegen der neuen Season. Wir denken die ganze Zeit nur nach. Wir wissen gar nicht, was passiert, was erwartet uns. Wir sind schon echt. Ja, ich bin sehr aufgeregt, Leute. Ja. Nehmt mir das böse. Okay, ich würde sagen, ciao. Ciao, Leute. Ciao. Tschüssi. Bis morgen. Bis morgen. Denkt dran, morgen, ne? Bis morgen. Ihr müsst einschalten in den Stream. Bis morgen. Sonst kriegt ihr keinen Battle Pass. Alles klar, tschüss.